Man denkt an Punkte, man denkt an, weiß ich nicht, 100 Euro Strafe oder mehr. Die Lkw-Fahrer sollten darauf achten, dass sie einfach an die Spielregeln halten. Wir wollen schon, dass der Kraftfahrer Einsicht in sein Fehlverhalten hat. Also Fahrverbot tut weh. Punkt, ja, natürlich, klar, hoch, Geld, ja. Also eigentlich tut alles weh. Ne? Wenn Sie überholen, dann mindestens 10 km/h schneller. Okay? Ja. Gut. Ralf Feuerbach, 42, und Lutz Strümpel, 51, sorgen täglich dafür, dass unsere Autobahnen im Land Brandenburg sicherer werden. Fast täglich sieht man unfassbare Bilder von Unfällen auf unseren Straßen. Im Land Brandenburg kamen 2016 121 Menschen ums Leben. Viele haben ihr Leben verloren, weil sie für einen kurzen Moment unaufmerksam waren, oft zu schnell fuhren und ihren Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben. Diese beiden Beamten kennen den täglichen Wahnsinn auf Brandenburgs Autobahnen. Ralf Feuerbach ist seit 1995 bei der Polizei und Lutz Strümpel ist jetzt schon 30 Jahre Polizist aus Leidenschaft. Sie fahren täglich mit ihrem geeichten Hightech-BMW über die Autobahn, um Verkehrsrowdies aus dem Verkehr zu ziehen. Marco Tilger wollte eigentlich nur schnell zur Arbeit und ist hier mit 190 km pro Stunde über die Autobahn bei zu geringem Sicherheitsabstand geheizt. Also wir waren so knapp bei 190 km/h, bei erlaubten 130. Und der Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug war nicht in Ordnung. Dass er bei diesem Top-Biker-Wetter von den Zivilfahndern mit über 60 Sachen zu schnell ertappt wurde, wird der Ostprignitz-Ruppiner so schnell nicht vergessen. Also ich sag mal, grundsätzlich haben die Leute ja recht. Ne? Ich sag mal, einfach passiert genug auf den Straßen. Ich sag mal, Unfallstatistik sieht man ja jedes Mal. Ich sag mal, was dabei passiert, wie viele Unfalltote auch durch überhöhte Geschwindigkeit kommen. Aber ich sag mal, denkt man in dem Moment nicht so richtig drüber nach. Dumm gelaufen. Knapp 200 Euro Lehrgeld, Registrierung in Flensburg und das Fahrverbot dürften mit Sicherheit eine schmerzhafte Erfahrung für den Motorradfahrer sein. Wenn es auf Brandenburgs Straßen kracht, sind meist LKWs mit im Spiel. Diese Unfälle enden oft tödlich und mit vielen Schwerverletzten. Folgeunfälle, unzählige Staus und stundenlange Sperrungen der Autobahnen stehen dann täglich im Polizeibericht. Seit nunmehr 22 und 30 Jahren machen die beiden Familienväter den harten Job bei der Polizei in Brandenburg. Ihr Ziel, präventiv zu wirken und Brandenburgs Straßen um einiges sicherer zu machen. Ihr größter Wunsch bei ihren riskanten Einsatzfahrten, wohlbehalten und sicher wieder zu Hause ankommen. Fakt ist aber eins, man möchte immer heile nach Hause kommen. Das ist das Wichtigste hier bei dem Job. Die geschulten Beamten haben einen geschärften Blick und erkennen sofort, wenn sich jemand nicht an die Spielregeln im Straßenverkehr hält. Jetzt haben sie diesen LKW aus der Hansestadt Rostock im Visier. Es herrscht im BMW der Brandenburger Verkehrspolizei höchste Anspannung und Konzentration. Das Diktiergerät hilft den beiden, sich auf den Verkehr zu fixieren und trotzdem den Sachverhalt richtig zu schildern. Irgendetwas scheint bei diesem Schwerlasttransport nicht mit der Ladungssicherung hinzuhauen. Wir gucken jetzt nochmal genau die Ladungssicherung an, weil der Gurt hier oben sieht ein bisschen ablegereif aus. Das bedeutet, der ist nicht mehr zulässig. Was kann da im schlimmsten Fall passieren, wenn die Ladung nicht richtig gesichert ist? Ja, dass der Gurt reißt und dass dann eventuell die Ladung verrutscht oder so, ja, im ungünstigsten Fall runterfällt. Weil wir auch oftmals mit schweren Unfällen mit LKWs zu tun haben, müssen wir natürlich auch dahingehend kontrollieren, dass zum einen nicht falsch überholt wird und zum anderen auch, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Die gängige Praxis ist ja immer, dass rangefahren wird bis auf die letzte Rille und dann fährt der LKW erst raus. Und dann kommt es natürlich noch dazu, dass LKWs ja eigentlich abgeriegelt sind bei 80 km/h. Und wenn die nicht wesentlich schneller sind, so wie auch hier in dem Fall, dann kommt es natürlich zu Rückstauerscheinungen, weil die dann ewig brauchen, bis sie den anderen LKW überholt haben. Irgendwie haben die beiden schon wirklich alles erlebt, kennen jede Ausrede, doch kein Tag ist wie der andere. Und da kann es schon mal sein, dass sie einen bekannten Profiboxer erwischen, der einfach mal zu schnell unterwegs war. Oder eben dann halt die gestresste Schauspielerin aus Potsdam, die von ihren wichtigen Drehterminen berichtet und für die Polizei gar keine Zeit hat und solche Überwachungsmaßnahmen als Schikane bezeichnet. Ich glaube, zu 80-90% kommen wir relativ gut mit den Kraftfahrern klar. Es gibt aber Ausnahmen, wie immer im Leben.
Es gibt auch coole Promis, die menschlich akkurat richtig gut drauf sind und ihre Fehler sofort einsehen. Wie erst kürzlich ein Mitglied der Berliner Band Rammstein. Also es sind schon einige Leute, die man aus Funk und Fernsehen kennt. Belehren müssen sie stündlich, immer wieder dieselben Gespräche und sie tun es gern. Wie auch bei diesem Drängler aus Pirna. Er sieht gar nicht, was passiert, die fangen alle an zu bremsen und er fährt durch alle durch. Ich habe seit 100 Jahren jetzt wieder nichts gehabt. Ne? Herr Köstler, wir machen alle mal einen Fehler, aber so nicht. Und die 5 Minuten, die ich vielleicht hier raushole, die stehe ich in der nächsten Ampel. Wenn es denn 5 Minuten sind, ja, klar. Da haben Sie völlig recht. Ja, ja. Sicher. Jeder sagt jetzt, Polizei, ich habe einen Termin, ich habe Eile. Ich habe einen Termin, 13 Uhr irgendwo im Norden. Aber das rechtfertigt nicht, dass ich Druck mache und andere verärgere. Ich meine, ob der jetzt vor mir unbedingt genötigt wurde oder ob der zu langsam fuhr für mich, ist eine andere Sache. Aber die Leute kriegen natürlich irgendwo dann Druck und ja, muss nicht sein. Und wieder rauf auf die Brandenburger Autobahn. Das Innenministerium leistet sich im Land 5 solcher Highspeed-Videowagen. Sie sind sehr teuer in der Anschaffung und müssen 5 Jahre lang durchhalten. Reifen werden schon bei 4 mm Profiltiefe sofort ausgetauscht, um das Messergebnis der Videoüberwachung nicht zu beeinträchtigen. Wir fahren noch ein bisschen schneller als beim TÜV. Ralf Feuerbach und Lutz Strümpel werden immer wieder speziell auf Extremsituationen im Straßenverkehr geschult. Regelmäßig schrubben die beiden Brandenburger Beamten täglich hunderte Kilometer. Sie leben ihren Beruf mit Leidenschaft, denn die Arbeit als Polizist im Videowagen ist kein 9-to-5-Job. And I need your bank account number. If it's too much, you get it back. Wir staunen ja, dass der Betroffene diesmal so viel Bargeld mitführt. In der Regel hat er nicht so viel Geld bei. Beim ausländischen Kraftfahrer, der hat ja keinen festen Wohnsitz hier in Deutschland, ist es so, dass er vor Ort hier eine Sicherheit hinterlegen muss, um dieses Verfahren abzusichern. Das ist generell so bei Leuten, die keinen festen Wohnsitz bzw. Aufenthalt hier in Deutschland haben. Und wieder rauf auf eine der gefährlichsten Autobahnen Deutschlands. Kurz vor der Landesgrenze kracht es oft am meisten. Eine Erklärung haben die beiden Brandenburger dafür nicht. Finden aber, dass das Verkehrsaufkommen kurz vor Berlin extrem gestiegen ist. Wir haben schon ein sehr starkes Verkehrsaufkommen, dass hier einfach die Fülle an Fahrzeugen da ist und wir teilweise in jede Richtung halt nur 2 Fahrspuren haben. Das mag schon ein Grund mit sein. Das Land Brandenburg hatte 2016 insgesamt 121 Verkehrstote im Jahr zu beklagen. Es gab 8.928 Verkehrsunfälle mit 11.300 zum Teil schwer verletzten Personen. Ein Anstieg um 4% zum Vorjahr. Das geht an den beiden Familienvätern nicht spurlos vorbei. Sie glauben, dass sie mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag leisten, um die Zahl der krassen Verkehrsunfälle in der Mark zu verringern. Hier kann man ganz eindeutig sagen, hier wird ganz blind auf die Technik vertraut. In den PKWs hat keiner den erforderlichen Abstand. Oft ist den Dränglern und Rasern der Verstoß gar nicht bewusst. Doch wenn sie ihre eigene Videoaufnahme vom nicht gerade auffälligen Polizei-BMW sehen, ergibt sich für die Betroffenen oft ein anderes Bild. Meine Erfahrung sagt mir, dass nicht die Strafe sofort auf den Fuß folgt, aber um dieses Bildmaterial gleich nochmal vor Augen zu haben, weil das Geschehen ist ja erst wenige Augenblicke, wenige Minuten vergangen, das ist dann doch schon recht einsichtig für den Kopf. Für die Beamten, die bereits seit 6 Uhr auf Brandenburger Autobahnen unterwegs waren, geht jetzt um 13 Uhr die Streifenfahrt zu Ende. Der BMW wird an die nächsten Kollegen übergeben, die dann den ganzen Tag noch Raser und Drängler auf Brandenburgs Autobahnen verfolgen. Doch Ralf Feuerbach und Lutz Strümpel haben noch lange nicht Feierabend. Jetzt muss noch in mühseliger Feinarbeit jeder Verkehrsverstoß dokumentiert und archiviert werden. Oft dauert die Auswertung meistens bis zu 4 Stunden im Nachgang. Es sind also keine 50 Meter und wir fahren hier 86 km/h, 80 sollen wir fahren, da sind wir schon tolerant, Geschwindigkeit ist geeicht hier in diesem Bereich, brauchen wir nicht diskutieren. Und wenn sich die beiden in der Videobetrachtung den Tag Revue passieren lassen und sich die krassen Bilder immer wieder ansehen, wissen sie, dass sie auch heute wieder mit ihrer Arbeit vielen Menschen das Leben auf der Autobahn gerettet haben.